Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Wie beeinflusst die kosmische Energie unserem heutigen Tag am 10. Oktober 2017? Mond bewegt sich in Tierkreiszeichen Zwillinge und hat eine abnehmende Mondphase. Das eignet sich gut dazu, von etwas verabschieden, trennen, loslassen, kündigen. Dazu eignet sich auch das Sternbild Orion und genau diesem Sternbild bewirkt etwas auf dem heutigen Mondenergie. Orion symbolisiert auch diese etwas muss absterben, damit ein Neuanfang kommen kann. Orion ist die himmlische Jäger und sein großer Feind ist der Skorpion. Und die Skorpion vermittelt auch diese Energie, diese plutonische Kraft. Es muss etwas beenden, loslassen, verabschieden, trennen, kündigen, weil das sind oft die Hindernisse, die Stolpersteine in unserem Leben. Manchmal sind es gar nicht die Umstände, sondern unseren eigenen Gefühlen wie Schuldgefühl oder Zweifel oder Angst. Und das ist die Energie heute, was die Mond vermittelt. Und nicht nur das, sondern es handelt sich heute auch um Gespräche. Es ist eine gute Nachricht zum Erwarten. Die Gespräche bringen uns voran, aber wir sollen auch darauf achten, wie wir etwas vermitteln. Dass wir mal Nein sagen, dass wir unsere Meinung vertreten, dass wir etwas bestimmen können und wir brauchen diese Auftreten, diese Selbstsicherheit. Wenn wir anfangen daran zu zweifeln oder ist das zu schwierig, dann haben wir die heutigen Lernaufgabe nicht begriffen. Also heute haben wir definitiv hier eine Lernaufgabe. Und wie trifft es die einzelnen Tierkreiszeichen? Die Tierkreiszeichen Zwillinge vermitteln diese Energie und sie spüren diese Leichtigkeit. Die Zwillingsgeborenen können mit einer guten Nachricht rechnen. Es ist angenehm, es ist schön. Und in die Liebepartnerschaft verbessert sich etwas. Es ist vielleicht nicht heute spürbar, aber das nähert sich schon. Die Tierkreiszeichen Krebsgeborenen kommt eine baldige Bewegung, Einflüsse von außen, wird auch aktiv sein. Beide Themen sind wichtig bei den Krebsgeborenen, auch Liebe, Partnerschaft, auch die berufliche Situation. In der Liebe verbessert sich etwas, aber in beruflichen Situation lernen auch die Krebsgeborenen mal das Sagen, was im Magen liegt oder mal Nein zu sagen oder was sie nicht zutrauen. Heute brauchen die Krebsgeborenen auch mal diesen Mut und das mit Leichtigkeit vermitteln, betrifft die berufliche Situation. Die Tierkreiszeichen Löwengeborenen sind oder sollen selbst aktiv sein, ihre Möglichkeiten, Chancen wahrnehmen, aber auf anderen zuzugehen, das auch nützen und nicht vorbeilaufen, weil das Leben bietet gerade Chancen, Möglichkeiten und auch Glück bei den Löwengeborenen. Die Tierkreiszeichen Jungfraugeborenen haben gerade Themen im Liebepartnerschaft. Es ist alles unbeweglich und sie sollen ihren Liebesleben, ihre Partnerschaft in Ordnung bringen und klare Entscheidungen treffen. Nichts mitschleppen, was bedrückt, weil vielleicht, dass da finanzielle Abhängigkeit da ist, sondern wichtig auf die Gefühle hören, auf die Liebe. Und da liegt das Glück und das sollen die Jungfraugeborenen beherzigen. Es ist Unbeweglichkeit da, das kann natürlich auch die Auto betreffen, ein Autoreparatur oder Sport, dass es einfach jetzt nicht so gut läuft. Eine Verbesserung kommt, aber im kommenden Tagen.
Die Tierkreiszeichen Wagengeborenen können mit einer guten Nachricht rechnen. Sie sollen aber auch zu sich selbst stehen und es mit Leichtigkeit sagen, was sie denken. Es kann sein, dass die Wagengeborenen momentan etwas aufgeben müssen, aber es kommt Veränderung, es kommt dadurch auch eine Verbesserung. Das ist eher Entlastung. Die Tierkreiszeichen Skorpiongeborenen kommt der Jupiter-Einfluss. Jupiter steht schon im Grenzbereich und es wirkt in die nächste Zeit. Das heißt, etwa ein Jahr lang stehen die Skorpiongeborenen im Jupiter-Einfluss. Das sind mehr Möglichkeiten, Chancen im Leben. Natürlich muss das auch bewusst wahrnehmen, aber vermehrt sich auch etwas, das dehnt sich etwas aus. Sie spüren auch die Leidenschaft. Und das natürlich betrifft dann die Liebe, Partnerschaft. Also das ist zum Erwarten in die nächste Zeit. Und das ist schön und angenehm. Es ist auch ein Aufstieg bei den Skorpiongeborenen. Und sie haben dann auch eine tolle Ausstrahlung. Im Augenblick fühlen sie sich ein bisschen unsicher. In den kommenden Tagen kommt aber alles wieder im Fluss. Die Tierkreiszeichen Schützengeborenen stehen im Prüfstand im Liebe-Partnerschaft. Und das sollen sie in Ordnung bringen. Und diesbezüglich sollen die Schützengeborenen auf ihren eigenen Werte vertreten. Das betrifft auch die Partnerschaft, die Wertschätzung, und das sollen die Schützengeborenen verlangen, Respekt verlangen von anderen, aber das betrifft auch die finanzielle Situation, das eigene Selbstwertgefühl und das Energie des Geldes hängt Hand in Hand zusammen und in diesen Bereichen kreisen gerade die Schützengeborenen. Die Tierkreiszeichen Steinbockgeborenen geben etwas auf. Es ist keine leichte Entscheidung, weil sie halten auf dem Sicherheit fest. Es kann bei einigen Steinbockgeborenen bedeuten, dass sie sich neu verliebt haben, sind aber noch in einer Partnerschaft aus Sicherheitsgründen und sie geben das gerade auf. Sie haben Angst, dass sie was Wertvolles verlieren, aber die Liebe ist viel stärker. Also sie sollen zu ihren Gefühlen stehen, weil das schenkt Glück im Leben bei den Steinbockgeborenen. Ich möchte nicht behaupten, dass jeder einzelne Steinbockgeborenen gerade trennt und entscheidet sich für die neue Flamme, aber diese Energie ist bei vielen spürbar. Die Tierkreiszeichen Wassermanngeborenen ist alles am besten, auch in der Liebe-Partnerschaft. Sie sind zwar noch ein bisschen unsicher, aber eine gute Nachricht ist zum Erwarten. Dann kommen auch gute Ideen, Veränderungen, auch im Kleinen, im Alltag, aber auch größeren Veränderungen. Und sie können jetzt gerade mit Immobilien handeln oder haben Glück im häuslichen Bereich. Das ist ein Lebensbereich, wo speziell Glück bringt, momentan bei die Wassermanngeborenen, aber im Allgemeinen auch beruflich, auch in die Liebe, Partnerschaft, ist alles gut und eine gute Nachricht ist zum Erwarten. Die Tierkreiszeichen Fischengeborenen ist auch etwas unbeweglich, etwas bedrückt. Die Fischengeborenen, sie nehmen das Leben zu schwer und sie lernen gerade, was ich Anfang gesagt habe, diese spielerische Art und Weise, was die Zwillinge auch vermitteln, uns alle, das zum Annehmen, akzeptieren, weil das bringt die Fischengeborenen etwas voran. Und in den kommenden Tagen beruhigt sich das alles, kommt auch alles im Fluss und dann haben die Fischengeborenen auch mal Glück. Die Tierkreiszeichen Wiedergeborenen können mit unerwarteten Ereignissen rechnen, können auch mit einer guten Nachricht rechnen, aber ist auch wichtig, dass sie, also die Wiedergeborenen, ich gehöre auch dazu, also wir sollen auf anderen zuzugehen, die Gespräche führen oder einen Termin ausmachen. Also das ist auch wichtig, nicht nur Erwartungen haben, sondern auf anderen zuzugehen oder zuhören, was die anderen meint und sagt.
Die Tierkreiszeichen Stiergeborenen ist etwas ruhig. In die nächste Zeit kommen Chancen, Möglichkeiten, was die Stiergeborenen auch dann erleben. Das sollen sie auch bewusst wahrnehmen, weil das Leben spiegelt etwas. Und in die liebe Partnerschaft können die Stiergeborenen auch das in Ordnung bringen. Es ist etwas unsicher oder momentan, aber in die kommenden Tagen kommt es auch in Form. Diese tägliche Energie beeinflusst unserem Leben. Das ist die kosmische Energie. Das bleibt nicht stehen, weil das ist in einer ständigen Wandlung. So wie unserem Leben ändert sich auch immer. Wir bleiben auch nicht stehen. Und auch wenn wir nicht immer aktiv sind, das ist wie die Atem. Einatmen, ausatmen, aktiv zu sein oder mal passiv zu sein. Und das ist das Rhythmus des Lebens. Und wir können natürlich im Einklang kommen auf diese kosmische Energie. Und das sind die Chancen für uns, das bewusst wahrzunehmen, richtig handeln, die richtigen Augenblicke erkennen. Und das, was ich im Tageshoroskopen immer wieder betone. Aber das ist allgemein, es ist nicht maßgeschnitten. Aber es besteht die Möglichkeit, natürlich das auch für Sie persönlich berechnen, für einen bestimmten Tag oder einen Zeitraum, wie ein Monatshoroskop oder ein Jahreshoroskop. Aber oft gibt es nur kurze Fragen, was die Alltag betrifft, wie zum Beispiel, bekomme ich die Arbeit oder soll ich jetzt umziehen, soll ich diese Reise buchen, kann ich meiner Freundin vertrauen, dann sehe ich ihn in die kommenden Tagen. Es sind keine schicksalhafte Veränderungen, sondern das betrifft unserem Leben, das betrifft unserem Alltag. Da hat der Mond einen ganz großen Einfluss dazu, beeinflusst unserem Tagesablauf, bei den größeren Veränderungen sind andere Planeten zuständig. Aber das sind auch wichtige Fragen und dazu benötigt man nicht viel Zeit oder Analyse. Da reicht wirklich ein E-Mail-Austausch und dafür ist diese Blitzberatung da. Wie funktioniert eine Blitzberatung? Sie schreiben mir ein E-Mail, Sie können auch ausführlich Ihre Lebenssituation beschreiben. Ich nehme gerne die Zeit dafür, bitte die Geburtsdatum mit Uhrzeit und Geburtsort dazu schreiben. Dann schaue ich im Horoskop für Sie persönlich die Zeitqualität, was löst es aus und wie sollte man handeln. Und dieser Rat ist natürlich auch Gold wert und ich werde diese E-Mails auch persönlich blitzschnell beantworten. Mein Honorar beträgt pro Frage 10 Euro. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.